Ja, nee. Ich laufe nicht mit rosa Tütü durch die Gegend. Hat er auch nicht gemacht, aber der hat halt so diese Art an sich gehabt, wo du dir so nach 5 Minuten spätestens reden mit ihm gedacht hast, okay, der ist nicht von meinem Ufer. Du musst das mit Hast du T eigentlich schreiben, gesprochen mit Jonas Chris. oder? Ich mach's so. Da. Siehst du, wie es geschrieben wird. Kann ich jetzt mal, ich mache unsere Fische mal in unsere Herstellungstruhe Okay. für Qualitätsdünger. Die Fische, die man dafür verwenden kann, weil ich momentan nichts anderes mache als Fische, weil ich warte, bis ich meine Angel habe. Aha. Meine Angel habe. Boah, ey. Hier wird romantische Sachen bei mir getriggert. Bitte was? Ich habe doch einen Befehl romantisch und da wird so diese typische Date-Musik von irgendwelchen Filmen und so eingespielt. Kennst du die hier? Übrigens ist gerade Gewitter. Gewitter! Du hast Immer so. recht. Und einmal hat es schon eingeschlagen. Der hier. Wir haben eine Batterie. Nee. Wie? Hä? Ich kann da nichts machen. Der ist bloß. Der blinkt. Also der bewegt sich. Ja, aber das heißt, dass er morgen eine Batterie haben wird. Ah. Gut zu Vielleicht wissen. sollten wir die einfach sehr verteilt aufstellen. Vielleicht wäre Vielleicht das sollten wir die nicht sinnvoller. direkt an den Rand aufstellen. Und der hier oben hat ist aber auch getroffen worden. Der blubbert auch vor sich hin. Aber nicht alle blubbern. Nee, zwei habe ich jetzt gesehen, dass die blubbern. Und ich habe wieder den. Vielleicht macht das auch einfach zufällig pro Einschlag und irgendwann sind es alle. Keine Ahnung. Ist egal, wo sie stehen. So. Oh, alle meine Hühner. Oh Mann, wieso so kompliziert? Habe ich den Befehl wirklich zu kompliziert gemacht zum Abspielen? Fragst du mich das? Nee, Chris tatsächlich an der Stelle. Du hast den Befehl ja nicht abgespielt. Stimmt. Ich fühle mich doch immer angesprochen. Ich bin sehr narzisstisch. Ba-ba-ba-bam. Romantisch kenne ich. Nee, das soll halt, das ist ja der Witz, dass es romantisch geschrieben wird und nicht romantisch. Deswegen finde ich es ja so lustig. Das soll mit Absicht falsch klingen. So dein ganz eigenen Humor, ne? Ja, es ist mein eigener Befehlshumor. Wollen wir uns eigentlich noch ein Schweinchen oder sowas kaufen? Ein Frühlingsthema kann man irgendwie nichts machen, außer sie aufzuheben. Können wir schon ein Schwein? Nein, wir kaufen jetzt kein Schwein. Wir müssen 6.000 Wir können aber sparen. Enten. Wir brauchen Enteneier. Darf ich eine Ente kaufen? Und Häschen können wir auch kaufen. Was? Oh, Bläschen. Wie Darf viel ich? kosten die denn? Eine Ente kostet 4.000 und ein Hoppelhase 8.000. Was für meine Begeisterung Darf ich über zwei Enten Hoppelhäschen. kaufen? Weil die brauchen wir fürs Dingens. Fürs Gemeindezentrum, die Enteneier. Ja, aber wenn ich wieder in die Mine kann, können wir wieder mehr Geld machen. Und dann kriegen wir schneller wieder welches. Wenn ich die ganze Zeit hier wahllos durch die Gegend renne, was ich momentan mache, dann kriegen wir gar nichts. Wie ich mal Rassismus, Rassissimus geschrieben habe statt Rassismus. Ist auch gut. Ich stelle jetzt mal noch so ein paar Dinger woanders hin. Verteile noch ein bisschen Melonenwein hier. Oh, Hätte ich glaube, wir auch. können Kartoffeln ernten. Kann das sein? Könnte sein, ich will eigentlich nicht Melonenwein trinken. Ich habe vorhin zumindest Kartoffeln angebaut. Wobei, nee, 3 Tage brauchen die Kartoffeln doch nicht, die brauchen noch mehr. Vielleicht haben wir auch mal welche früher angebaut. Oder so gemischte Blaustoff, Saat ein paar oder Stücke sind ausgeschnitten mit gesticktem Muster entlang der Franse. Hä? so. Jedenfalls habe ich hier Kartoffeln. Danke dir, ich fühle eine positive Energie in diesem Geschenk. In der Kaliko-Wüste regnet es nie. Dort wohnt meine Freundin Sandy. Ich wünschte, ich könnte sie heute besuchen. Okay. So, Haley, die schenke ich auch noch ein bisschen hier. Melonenwein, das ist doch bestimmt. Ach nee, Haley mag keine selbstgemachten Sachen, oder? Du kriegst keinen Melonenwein. Keine Ahnung. Hast du ernsthaft den ganzen Tag nichts anderes als durch die Gegend laufen, Leuten Sachen schenken? Eventuell. Wow, bist du leicht glücklich zu machen. In der Wüste wohnt Sandy. Genau. Na gut, okay, dann gehe ich auch mal Geschenke machen. Danke dir, das versüßt mir meinen Tag. Dass du als Mutter von 3 Kindern Melonenwein brauchst, das wundert mich irgendwie gar nicht. Melonenwein braucht jeder. Ich hätte auch so gern mal Melonenwein. Hey, also das ist wirklich ein großartiges Geschenk. Danke. Ich habe Kent, glaube ich, gerade zum ersten Mal getroffen gefühlt. Ja, der hat dir nicht Hallo gesagt, gell? Der hat mir jetzt gerade Hallo gesagt. Ich war so lange weg, ich fühle mich wie ein Fremder. Ach, der ist jetzt erst wieder da.
Ja. Ah. Das durfte ich dir ja nicht sagen, weil ich eine Zwischensequenz hatte und du hast gesagt, die hast du noch nicht und du hättest sie gerne selber. Kind, was ist das? Oh, ups, ich hab grad den... Ich hab grad Vincent Melonenwein geschenkt. Das ist richtig gut. War vielleicht nicht die beste Idee. Okay, Mayonnaise mögen die Leute irgendwie nicht so, ne? Ich mag das wirklich. Nee, Mayonnaise ist nicht so geil. Aber so Wein und sowas ist ganz gut. Mhm. Kriegt jetzt halt keiner mehr Mayonnaise. Ist Mayonnaise der Ken unten bei sich im Haus? Oh, was? Wer ist bei sich im Haus? Und warum kriegst du Algen rum? Der kennt der Ken Algen von mir will. Kinder unter Alk sitzen, ja, sehr gut. Ja, damit die ruhig sind, hallo? Vollkommen logisch. So, Vincent hat übrigens das nächste Geburtstag. Ups. Ich hätte gerne Seetang. War das kein Seetang? Was habe ich denn damit mir rumgeschleppt? Du hast Abigail heute bereits ein Geschenk gegeben. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht gut aus. Das Tal ist im Regen interessanter. Findest du nicht? Es gibt Seetang und es gibt Algen, ne? Das ist ein Unterschied. Ja, scheiße. Da habe ich mir jetzt Algen in die Hand gedrückt. Gesagt, ich hätte gerne Topas über den Kamin hängen. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei, Kent. Okay. Da muss ich halt eben nochmal zu ihm. Diesmal mit Seetang und nicht mit Algen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas davon haben, weil ich glaube, ich habe es nicht aufbewahrt. Du hast einen Glitch bei mir. Wieso? Ist das cool? Du läufst die ganze Zeit mit so einer ausgestreckten Angel, nicht durch die Gegend, sondern du schwebst über den Boden in dieser Haltung, wie als ob du gleich die Angel auswirfst. Jetzt ist aufgehört. Ja, weil ich jetzt mal kurz was in die Hand genommen habe. Cool, das war witzig. Babysitter Service Plus. Hallo, mein Name ist Delain und ich bin verantwortungsvoll erwachsen. Babysitter, bitte bringen Sie nur Alkohol oder Zigaretten mit. Unterschrift. Ja. So, ich brauche einen Topaz. Ja, sah schräg aus, ne? Also, warte mal, hier sind Seetang. Okay, ja, in der Tat, ich habe ihm eine grüne Alge gegeben und er sagte, er wollte das eigentlich vergessen. So Zeug, was er Krieg essen musste. Habe ich gut gemacht. Okay. Ich sollte Lumi auch noch mal ist halt immer Schatz sehr, sehr, sehr zuvorkommend. Pizza können wir machen, gell? Noch mal gucken, wie Pizza geht. Du könntest Pizza machen, ja. Ich wollte ihm jetzt nicht immer diese Träne schenken, weil irgendwann hat er die ja auch über. Nee, haben die tatsächlich nicht. Die kannst immer das Gleiche den Leuten schenken. Woher weißt du das denn jetzt? Weil du das immer machen kannst, weil die immer sagen, die finden das toll und immer ein Herzen kommen. Ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwann nicht mehr so richtig steigt. Am Anfang war es mehr. Du brauchst Visitenkarten. Weizen hast ein Postfach, so, wo man so ein Zeug hinschicken kann, ohne deine Adresse zu kennen. Wird dir Stuff schicken. Ich glaube, Chris, bei dir würde ich sogar mal meine Adresse geben, weil du, meine, du hast mir eh schon so viel Geld gespendet, meinen vollen Namen hast du eh, von daher wirst du wahrscheinlich sogar meine Adresse relativ einfach rausfinden. Aber nein, ich habe kein Postfach. Warte ab, irgendwann steht er vor deiner Tür. Ich glaube, das finde ich nicht so schlimm. Und vergewohltätigt dich. Dazu müsste er schon sehr groß und sehr kräftig sein, weil ich habe ja auch mal Kampfkunst gemacht. Ich kann mich ein bisschen wehren. Und ich bin jetzt auch gerade am Trainieren, also ich bin nicht gerade so der Schwächste, denke ich, oder Unfitteste. Der Gewohltätigen wäre aber mehr, dass er dich verführt, als dass er dich tatsächlich angeht. So war es eher gemeint. Ich wollte jetzt nicht deinen Zuschauern unterstellen, dass sie dich besuchen, um dich zu vergewaltigen. Ich wiege 145 Kilogramm. Und mach den Relaxo, also, okay, das kann ich dann vielleicht doch nicht heben. Hallo Ben, Relaxo. Also hast du mein Gesuch gesehen, die Anzeige, ich weiß es wirklich zu schätzen. Relaxo, mach jede Bezahlung versprochen. Ist immer noch besser als Carpador mit Platscher. Aber ich sag mal so, ich habe ja außerdem noch an meiner Tür ein Spion. Weißt du, Felix ist halt nicht da. Muss halt übernommen werden. Ja, man muss halt ein Felix sitzen. Aber sag mal, war Pizza nicht der Alex, der Pizza mochte? Nee, ich habe Sams Notizen haben wir gehabt. Ach so, Sam. Ich will ja aber noch nicht Sam, sondern Sebastian. Ja, ich rede die ganze Zeit von Sam. Ich habe auch die ganze Zeit vorhin Sam gesagt. Gut, dass ich jetzt nicht dem Sebastian die Pizza gegeben habe. Und ständig mal davon. Musst du nicht machen, Chris. Du hast mir kein Weihnachtsgeschenk geschickt. Ich hab das Quinz. Mit wem denn? Mit Clint. Mit Clint? Das ist ja nicht der Clint. Doch, in die Dings in die Lea und kriegt sie nicht. Weil die viel zu jung ist für ihn. Doch, mach ich gern. Ja, dann muss ich dir mal irgendwie whispern hinterher oder so. Ey, was mach ich jetzt hier eigentlich? Willst du mir nicht etwas Gesellschaft leisten? Ich düdel hier einfach so durch die Gegend.
Ja, siehst du, das geht mir auch die ganze Zeit so. Angeln wir noch ein bisschen. Ich muss es einfach mal loswerden, was mir auf dem Herzen liegt. Ich habe furchtbares Pech mit Frauen, Lumida. Ich bin ein netter Kerl, wenn man mich kennenlernt. Ich schwöre es. Jo, und was soll ich jetzt machen? Ich will auch kein Date mit dir. Christoph. Du bist ein Mädchen, Lumida. Ja, obviously. Was für Ratschläge kannst du mir geben? Oh, jetzt wird es spannend. Beeindrucke Frauen mit deiner Stärke und deinem Charme. Benimm dich seltsam, um ihre Interessen zu wecken. Benimm dich natürlich. Du musst aber leider auf, sonst würdest du gerne weiter zuschauen. Alles klar, Chris. Dankeschön fürs Einschalten und für die Unterstützung wieder, mein Lieber. Und dann morgen einen schönen Freitag. Lass dich nicht unterkriegen. Und noch einen schönen Nikolaus. Oder zumindest eine gute Nacht. Es sei denn, du bist ein Idiot. Was ist ein Idiot? Es sei denn, du bist ein Idiot. Dann benimm dich nicht wie du selbst. Das ist das Problem. Ich verhalte mich natürlich, aber ich hatte nie Erfolg. Frauen wollen keinen natürlichen Männer, meiner Erfahrung nach. Immer diese Verallgemeinerung. Und hey, Grüße Clint. An Lumi. Mit was kann ich dir heute dienen? Was von wem grüßen? Tschö mit Ö von Chris, der geht gerade schlafen. Ah ja, gute Nacht, Chris. Verabschiedet sich gerade. Schlaf schön und will mir jetzt ein Weihnachtsgeschenk zusammenstellen. Da muss ich dann auch ein Opening on Stream machen, oder was? Ja, mach das. Voll cool. Also würde ich dann natürlich machen, unter Voraussetzung, dass Chris mir verspricht, da nur Sachen reinzutun, die ich auch on-stream zeigen darf und nicht mit Twitch-Guidelines in Konflikt komme. Ja, Vibratoren kannst du zeigen, sexuelles Erklären und sowas. Das geht doch. Stimmt, ich glaube, zeigen darf ich, dass ich das halt noch nicht benutzen, logischerweise. Da musst du zu Chattobait wechseln. Nein, dann kannst du es auch benutzen. Auspacken und direkt benutzen. So. Oh, ich habe einen 1,30 Meter Aal gefangen. Wenn wir beim Thema sind. Nein, du musst nicht wissen, was ich gedacht habe, wo du angefangen hast mit, oh, ich habe einen 1,30 Meter. Was hast du da gedacht? Was hat dein Gehirn da vervollständigt? Ich muss jetzt Clint weiter die Szene vorlesen. Ich will mal wissen, was du vervollständigt hast. Ich meine, ich hätte gerne das Übliche mit Extrakäse und viel Soße, bitte. Hi, Lumida! Also bei der Emily auch schon. Ne, bei der Emily ist er verknallt. Komm schon, jetzt verrat mal dein Gehirn. Ich habe vorhin auch verraten, was mein Gehirn gemacht hat. Na, was kannst du dir denn denken, wenn du mit 1,30 Meter anfängst und wir es kurz davor von Vibratoren hatten? Ein 1,30 Meter Vibrator, wer braucht denn sowas? Keine Ahnung, was du in deinem Schlafzimmer liegen hast. Das ist ja eher ein Kuscheltier als ein Vibrator. Paulchen. Und der Donzi hat mir gestern, wenn wir schon beim Thema sind, habe ich das noch irgendwo? Ich muss mal kurz gucken. Dann schicke ich dir mal einen Link. Link. Darf ich dir einen Link in deinen Stream-Chat? Du darfst das, du bist ein Mod. Meines Wissens dürfen Mods das schon machen. Oh, es ist 0 Uhr, ich muss wieder zurück. Okay, warte. Warte. Kommt Schläfst mal alle in. Ich mach mal Werbung für deinen Kanal. Kommt mal alle in Bens Kanal. Ich Die haben doch eh den Multi-Dingens. Ja, oder Multi-Dings. Geht auch. Da. Ich möchte deine Reaktion sehen. Amazon. Moment. Eine leise Bohrmaschine. Leise Bohrmaschine. Mhm. Ich muss mal kurz erstmal hier zurück, sonst penne ich hier unterwegs ein, dann kann ich das machen. Du pennst wahrscheinlich schon, oder? Nee, ich habe immer noch die Sequenz. Na gut, da schaffe ich es eh nicht mehr heim. Wie Uhr haben wir denn? Ja, schaffe ich nicht mehr. 0.50 Uhr haben wir's. Okay, warte, ich mache die Sequenz nicht weiter. Aber sag mir, wenn du sie anguckst. Emily, ich dachte, ich habe gefragt. Ja, Clint? Oh. Hi Shane, hier ist dein Getränk. Wir sind einfach schädlich. Danke, Emily. Also, wie läuft deine Schicht soweit? Alles in Ordnung. Danke der Nachfrage, Shane. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über die Hühner? Ich gucke mir das übrigens jetzt an. So, ich guck mal. Ja, sehr gut. Ich hab's schon gesehen. Gut ergeht es mir. Leise Bohrmaschine. Ja. Mini-Vibrator, Silikon-Grün, leise Bohrmaschine. Alles klar. Und da ist noch ein Vibrator dazwischen. S-Toys, Girl, Leona, Rot, Einzelpack. Warum kommt eine leise Bohrmaschine der Vibrator raus? Ja, das hat er mir gestern geschickt, hätte und sie hat gemeint, er dachte, eine leise Bohrmaschine kam da drauf. Das so. Ja, und OG, ich bin überhaupt nicht versaut. Niemals. Warum auch?
Lumi war noch nie versaut. Ich bin im Kloster aufgewachsen und lebt da immer noch. Mit mir geht es nur noch bergab und währenddessen lese ich dieses Trauerspiel von Clint. Der tut mir aber auch leid, aber der sucht sich halt auch immer diese jungen, hübschen Dinger raus. Das passt halt nicht zu einem alten, gereiften Herren. So. Soll sich halt mal jemanden in deinem Alter suchen. Lumi, ich hab grad noch was. Ich mach mal kurz meinen Bildschirmaufnahme an. Oder ich kann's dir bei Twitter sogar den Link machen. Ich kann dir mal einen Link schicken, weil wir gerade das Thema haben. Moment. Das ist nicht schon, das ist kein Stardew Valley, was wir hier machen. Link zum Tweet kopieren. So. Jetzt muss ich aber zu dir erstmal gehen. Moment. Twitch.tv Lumidas. Nee, nicht Lumida zockt, das ist immer noch bei mir drin, normalerweise. Das gibt's nicht. Tut mir leid, dass ich es geändert habe, aber Lumida zockt klingt echt albern. Ey, kann ich bei dir überhaupt? Ich glaube, ich werde bei dir gebannt, oder? Jeder kann bei mir, ja. Ich hab's noch nicht mit dir. Guck dir mal den Twitter an. Hier, ich zeige euch mal kurz on stream Bildschirmaufnahme. Ja, sehr nice. Das ist einfach, man soll ja keine Vorurteile haben. Aber was wollen der mir vielleicht wohl für ein Stellenangebot machen? Oh, du musst jetzt mal weiterklicken, sonst können wir nie wieder weiterspielen. Ich muss das mal kurz nochmal. Das habe ich gerade auf Twitter gelesen, weil ich Zeit hatte jetzt. Wieso hattest du Zeit? Achso, weil ich nicht ins Bett gekommen bin. Weil du noch die Sequenz hattest. Okay, die Sequenz, die kein Schwein mitbekommen hat, weil ich zwischendurch immer gelacht habe und über leise Boommaschinen geredet habe. Kann man die Rubine in das Dingens tun, ne? Hallo Lumi, wir haben zusammen geschlafen. Ich wurde ohnmächtig ins Bett getragen, weil ich irgendwo unterwegs eingeschlafen bin. Ja, entweder habe ich mit der leisen Boommaschine auf dich gewartet. Und du liegst neben mir. Nee, ich lag direkt unter dir. Oh, Pastinaken, es gibt Pastinaken. Ja. Oh, super, das war teuer. Das war teurer als die Pastinaken. Oh, scheiße. Ich krieg nie mein Schwert. Pastinaken. Pastinaken. Nein, ich will sie nicht essen. Die Edelstände kannst du übrigens in die komische Dingens hier oben reintun. Da müsste was Gutes rauskommen, denke ich. Langst du nur ein rein, das ist der Multiplikator. Und dann wirft er nach einer Zeit immer mal wieder welche ab. Nein, so ist es nicht bei uns beiden. Ben vergewaltigt mich halt einfach regelmäßig. Das stimmt überhaupt nicht, sie will das so. Das sagen alle Vergewaltiger. Und das streiten auch alle, die die Leute vorher verführt haben, ab. Du erntest Pastinaken? Ja, weil ich die einlegen will, damit du die nicht wieder sonst wo hinschmeißt. Komisch. Wir haben keine Batterien bekommen da unten, ne? Nö, die sind aber alle am blubbern noch. Vielleicht kommt das heute noch. Du kannst mir mal weiter ernten, ich geh mal einlegen. Solltest nicht du eigentlich ernten? Ist das nicht vollkommen Wurst beerntet? Nee, irgendjemand von uns hat doch so einen Bonus drauf. Ich meine, ich habe glaube ich immer noch die höchste Level und du kannst eigentlich die Tiere aussehen machen, tatsächlich. Warte mal, ich hab Tiere, du musst Dings machen, ernten. Gut, dass du jetzt schon alles geerntet hast. Reicht wohl nicht. Ein Zimmer reicht für jeden. Nein, ein Zimmer reicht in der Tat nicht, weil jeder von uns eins kriegen sollte. So. Aber wie können wir denn. Da müssen wir uns in der Lobby treffen zum Pizza. Für die Pizza. Wir besuchen uns einfach gegenseitig. Wir finden uns doch nicht bei unseren Skills im Orientieren. Okay, da könnte was dran sein. Ich geh jetzt mal zu den Tieren. Ach, ich hätte die Tiere nicht nehmen sollen. Wer war denn so schlau und hatten hier. Ach, nee. Was ist dein Problem? Warum ist denn hier überhaupt was gebuddelt? Gebuddelt? Hier oben direkt neben den Saatgutdingern ist gebuddelt. Ich hab nichts gebuddelt. Felix war's. Zweifle immer Felix heute. Ja, Skills. In allen Sachen und so. Okay, fehlende Skills eher. Warum habe ich jetzt so einen blöden Holzpfad mit dabei? Ich habe den gar nicht abgeholzt. Ja, wo der herkommt. Blue Jazz, wie viel Blue Jazz haben wir denn angebaut und warum? Wir haben von allem sau viel. Jetzt hör auf, irgendwo hinzupullern. Ja, ich hab's genau gehört. Was? Genau gehört, wie du irgendwo hinpullerst. Ich? Ja. Ich bin eine Frau. Ich hab das. Brrr, oder nee, wie kann ich nicht nachmachen? Dieses Wassergeräusch, der wohl gehört, ja. Ah,
Ja, ich habe keine Ahnung, was in deinem Kopf für Fahnenvorstellungen ablaufen, aber... Hast du dir gerade irgendwas eingegossen oder so? Mhm. Vielleicht? Gar nicht. Ja, das, nicht? Nein. Okay. Ich sitze tatsächlich regungslos hier vor dem PC. Bisschen schlecht für die Haltung. Und in-game? Auch in-game nicht. Ah, doch! In-game, ich habe die Kuh gemolken. Vielleicht ja, das habe ich gehört. Ah, ich dachte schon, jetzt wirst du langsam verrückt auf deine alten Tage. Welche alten Tage? Stimmt, du Jungspund. Jung und frisch und frei. Es gibt auch eine jugendfreie Variante von dem Ding. Es gibt auch eine jugendfreie Variante. Aber die Karte habe ich erst kennengelernt, nachdem ich die schon eine Weile kannte. Also irgendwie haben wir nirgendwo Batterien gekriegt, ne? Die kommen noch. Ich habe das erste Mal Musik. Zum ersten Mal? Da ja. Hast du aber heute... Puh. Ich hab den Funkloch vergessen. Ich habe schon eine Weile Musik. Man könnte meinen, ihr beide seid zusammen, so wie ihr miteinander umgeht. Nein, Uchi. Tatsächlich habe ich... Das ist eine gute Freundschaft. Ich habe Ben tatsächlich noch nie im Leben getroffen. Also, außer im Sie schmacht mich immer nur über meinen Stream an. Das ist schon okay. Du hast mich zuerst über meinen Stream angeschmacht, über meinen YouTube angeschmachtet. Ich habe dich, glaube ich, nicht mal im Stream gesehen da. Ich habe einfach. Die hast du auch nicht, weil ich ja keine Bilder habe. Genau. Es hat ja kein Dings. Keine Facecam drin. Ja. Ich hatte dich dazu gebracht, mit Facecam zu streamen. Ha! Das stimmt nur so halb. Also, ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Du hast mich dazu gebracht, überhaupt zu streamen. Was ich eigentlich schon immer machen wollte, aber nie wirklich dich getraut hast. Ja, zum Stream habe ich mich vorher schon getraut, aber ich habe es halt nie so wirklich verfolgt, muss man ganz ehrlich sagen. Und dieses Jahr ist ja das Jahr, in dem ich Dinge machen wollte, vor denen ich eigentlich Angst habe. Also kamst du gerade richtig, weil ich ja eigentlich tatsächlich Schiss hatte, davor mit Facecam zu streamen. Ha, dann wäre dein Treffen auch noch passend. Davor hatte ich keine Angst. Hätte Stimmt. Ich keine Angst tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, du triffst ja sowieso mit ganz vielen Leuten quer durch Deutschland. Ich habe letztens erst, also ich war ja letztes Wochenende bei jemandem in Kaiserslautern. Oh, ich habe eine Batterie. Eine Batterie. Musst du auch ein Dings machen. Jetzt kommen auch die ganzen anderen Batterien, glaube ich. Ich habe jetzt schon die zweite Batterie. Die werden so entwickelt, das kann natürlich sein. Dann, ja, cool. Dann so, Iridium und Goldbahn brauche ich jetzt. Genau, wir haben 6 Iridium-Wachen. Und Gold und... Dann können wir da unten weiter anbauen. Ups, das ist das Falsche. Ach Gott, schon wieder das Falsche im Inventar. Da. Achso, ich habe, als ich am letzten. Jetzt weiß ich nicht mehr. Doch, das stimmt, das kommt, so nach und nach. Also, als ich bei dem Typen war, den kenne ich auch schon seit gut einem Jahr online und dann habe ich den besucht und dann habe ich mal nachgerechnet, weil er auch meinte, von wegen Nervosität oder irgendwie sowas und. Ich habe dann mal nachgerechnet, der war, glaube ich, also wenn ich mich nicht verzählt habe, Person Nummer 23, die ich je aus dem Internet getroffen habe. Also jetzt mal von den Foodsharing und Free-Stuff-Leuten abgesehen, also Leuten, mit denen ich wirklich vorher Kontakt hatte. So. Bist du deutlich weiter als ich, aber so. Ich habe da auch ein bisschen Vorurteile. Wir sind gerade weg von dem Thema, Ruhe. Alle Leute, die ich online getroffen habe, die hatten leider ganz schön, oder online kennengelernt haben und dann getroffen hatten leider einen ganz schönen Schaden. Ja, das ist bei mir auch nicht anders. Also, ich habe auch noch. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass du. Also, ich wollte jetzt nicht so einfach. Ne? Hast du mir direkt unterstellt. Das war halt kein positiver Schaden, was die Leute hatten. Das meine ich. Das ist so ein bisschen das Problem daran. Ja, nee. Also, bei mir ist so durchwachsen. Also, es waren ein paar sehr spannende Menschen dabei, auf jeden Fall. So. Also, mein Ex-Freund ist ja auch aus dem Internet. Mein einer Friend with Benefit aus dem Internet. Ja, dass du wird. Wer durch Deutschland Leute kennt, hat man ja gerade schon. Ja, aber ich fühle ja nicht mit allen. Nee, stimmt. Nur mit so 80%. Jetzt übertreibst du mal. Ja. Also wenn ich die Geschichten höre, heißt ja, ich bin da wieder das unterwegs. Das ist immer nur so. Also de facto hatte ich in dem Jahr wahrscheinlich weniger Sex als du. Das glaube ich halt nicht. Das glaube ich halt schon. Du bist schon Vergebung bewusst, dass meine Freundin 400 Kilometer weg wohnte. Ja, und? Und ich dann nicht mal ansatzweise einmal im Monat da war. Ich hatte dieses Jahr... Jetzt wollen wir es genau wissen. Wie definieren wir denn Sex?
Nackig sein und sich an intimen Stellen berühren. Oh, das ist eine weitläufige Fassung. Ja, Oralsex zählt er dazu. Dann wird's schwieriger. Das merkst du schon am Begriff, dass Oralsex dazugehört. Mir ging es jetzt speziell um den Oralsex und dann um die weitläufige Definition von Sex. Und dann muss ich natürlich länger überlegen. Aber ich denke nicht, dass ich es auf über 10 Mal bringe. So, jetzt ist die Frage, wie viel bewässert jeden Morgen 24 Felder um sich herum? Das heißt 6 mal 6, nee. 3 mal 3 ist es nicht. 4 mal 4 ist es nicht. Es ist 4 mal 6. Das ist keine Quadratzahl. Nee, das ist 5 mal 5. Nee, 24 Felder. Das ist 5 mal 5, weil die Mitte nicht zählt. In der Mitte steht. Natürlich, ja. Das ist 5 mal 5. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen... Ja, voll schlau. Ich kauf's haben. Oh nee, wir haben schon fertig. 1, 2, 3, 4, 5. Und irgendein Trottel 5, hat hier 1, 2, gepflanzt. 3, 4. Wo wir nicht gießen. Jetzt müssen wir hier jedes Mal gießen. Das war ich. Okay. Jetzt müssen wir hier jedes Mal gießen. So. Oh, cool. Moment. Irgendwie habe ich mich verrechnet. Nee, du hast jetzt hier nur 4 mal 4, eins, du hast 5 mal 5 die Dinge. 3, 4, 5. Oder? Warte mal. Nee, ich habe 1 zu wenig gemacht. Ja, ne? 4 mal 4 hast du gemacht. Achso, nee. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, habe ich nicht. Oder unten nee, nicht. Doch. 1, 2. Hat er nicht drei. Nach der Reichweite? Nee, die zeigt es nicht an. Da müsste er theoretisch hin, oder bin ich doof? So. Okay, warte mal, ich zähle mal mit. Also, 1, 2, 3, 4. Also bis hier. Ja, die letzte Reihe links und unten dürfen wir nicht nehmen. Genau. Also hier so einmal runter. Kann es einfach mal gießen, wo man hin darf. Ich kann ja mal. 2 Samen habe ich noch. Wow. Und dann machen wir jetzt halt immer solche Felder. Beziehungsweise im Sommer können wir ja dann einmal komplett neu machen, alles, ne? Ja, aber so viele. Ich habe schon alle Iridiumbahnen, die wir haben, jetzt verbraucht. So viele haben wir nicht. Wie viel brauchen die denn? Eine Iridiumbahn pro Sprengler. Ja, und du hast jetzt einen Sprengler gebaut. Wow. Ich habe noch 5 Sprengler, das ist richtig. Ja, aber eben. Ich habe nur 5. Ich habe nicht hier für jedes Feld genug Sprengler, das meine ich. Ja, aber das, guck doch mal, wie viel mehr Platz die bringen. Oh, scheiße, ich muss ins Bett. Oder weg hier zumindest. Ich kann nicht auf unserem Hof bleiben, ich habe kein Schwert. Du wolltest den Monsterhof machen, eindeutig. Wir haben das zusammen vorher abgesprochen. Was ist denn das für eine Mega-Fledermaus? Das ist eine rote, die werden auch immer tougher. Das sind zum Teil schon die im Dings kommen. Montagmorgen, Regen. Die Frisur sitzt. Tough. What? Die Fledermäuse werden immer tougher. Oh, der war gut. Ja, der hat einen Moment gebraucht für dich. Selten so gelacht. Tja, wahrscheinlich wirklich hast du selten so gelacht. Den meisten Spaß habe ich immer nur hier. Hauptsache tough. Hauptsache. So, ich packe jetzt die restlichen aber noch rein in die normale Bautruhe. Und die Batterien packe ich dazu. Ist denn das jetzt schon dein letzter Tag oder morgen? Wir können von mir aus noch einen machen, gerade bin ich noch müde, munter genug. Bin ich noch müde genug, dass ich noch zocken kann. Ja, So. Haben wir jetzt überall was eingelegt? Nee, Mayonnaise müssen wir noch wieder machen. Hast du dich um Tiere heute gekümmert? Ich glaube. Und du hast wieder die Eier irgendwo hingeschmissen. Es gibt keine mehr. Wir haben jetzt 6 Verarbeitungsdinger. Und die okay. Nur 4 Hühner oder sowas. Na gut. Du, Ochi, das ist alles in deinem Kopf. Wir haben jetzt die ganzen letzten 5 Minuten nicht über irgendwas Versautes geredet. Doch, wir haben gerade über Eier geredet. Wir sollen das Spiel umbenennen in Stardew Porn. Wir haben gerade über Eier geredet. Jetzt verliere ich den Fisch, weil ich mich nicht konzentriere. Leute. Ja, wisst ihr, kaum sagt man ihr Eier ins Gesicht, ist rutscht ihr der Fisch aus der Hand. So sind die Frauen.
Es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. es fing noch spaßig an und jetzt wird es langsam nur noch blöd. Du wolltest noch einen Tag spielen, ja? Ich habe dich gefragt, ob das. Ich habe nicht gesagt, ich will unbedingt noch einen Tag spielen. Ach, das klang eindeutig nach, du willst. Du hast gesagt, ja, ich will. Das würde ich bei dir nie sagen. Darf man euch aus dem Kontext reisen, ja? Ich glaube, in keinem Kontext würde ich das sagen. Ich habe gerade wieder mein Rekord des Kaulbarschfangs gebrochen. Sehr schön. So, ich glaube, ich gehe morgen mal in die Mine noch ein bisschen schnetzeln. Ja, ich auch ein bisschen Kampf aufsteigen. Geh ruhig in die Mine. Was denn? Kannst du ja gehen. Geh ruhig. Hä? Geh ruhig. Ich kümmere mich natürlich erst um die Sachen, wenn die irgendwie zu gießen sind oder so. Nein, du kümmerst dich nicht um die Sachen, die zu gießen sind. Du gehst direkt in die Mine. Das ist keine Zeit für sowas. Du willst ja nur, dass du festlegen kannst, wie es alles ist. Ich komme mit in die Mine. Dann geh du halt in die Mine. Nein, wir gehen zusammen in die Mine. Was will ich denn mit dir in der Mine?